Willkommen zurück im September, meine lieben Freunde da draußen, hier in Total War Fire Out Dynasties. Wir haben einen neuen Monat, meine lieben Freunde, und weil ich festgestellt habe, dass der Typ mir ständig ins Wort fällt. Nein, Spaß beiseite. Weil ich festgestellt habe, dass wir hier natürlich jetzt hier ein paar Änderungen vornehmen müssen bezüglich der Sachen mit, wie ich hier Einheiten benenne in dem Spiel. Ich habe jetzt überlegt, ob ich Städte nach euch benennen soll, aber ich fand es irgendwie besser, weil ich so wenig Generäle halt letztendlich ausheben kann, dass ich die Elite-Einheiten nach euch benenne. Ne? Ihr seid jetzt hier die Hauptmänner, zum Beispiel dieser ja, königlichen babylonischen Speerträgertruppe. Dark Neolux zum Beispiel, genauso wie Kai Baumann. Dann haben wir aber auch noch hier The Turk, Gawain, Targaron Zockt, Warlord, Christian Poldinger, Buddy, Treuherziger. Dann haben wir Telgrim, Palladium Markus, Bierentchen, Belrair. Nicht zu vergessen Luke. Dann haben wir noch Ockenjay. Dann haben wir noch Chio, Dante, Pau und James Norska. Falls ihr übrigens auch Teil dieser Let's Plays sein wollt, entweder in Form einer Einheit, eines Kommandanten oder ja, irgendwas, was die Spiele halt hergeben, dann empfehle ich euch eine Kanalmitgliedschaft der Freiwillige. Da dürft ihr nämlich hier quasi in den Spielen auftauchen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr nur zugucken wollt und zwar alles jetzt schon sehen wollt, was ich im September aufgenommen habe, und zwar jedes Let's Play, das ich im September aufgenommen habe, einfach den Mörpliten nehmen. Aber keine Sorge, auch beim Freiwilligen ist das drin, was beim Mörpliten auch drin ist. So, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir versuchen jetzt hier gerade immer noch vorzurücken. Das wäre eine sehr, sehr nette Siedlung, wo wir noch mehr ein bisschen mehr Gold bekommen könnten. Und ja, ich denke, wir gehen jetzt mal definitiv in die nächste Runde. Oder wollen wir noch Truppen rekrutieren mit unserem anderen Sohnemann? Wo ist er denn hier? Genau. Ach, du rekrutierst ja schon. Dann will ich nichts gesagt haben. Er rekrutiert schon. Das ist total großartig. Das nehmen wir jetzt mal gerade eben also mit. Und wir regenerieren. Also ich finde es gut, dass wir auf Euphrat und Tigris und so weiter, wahrscheinlich auf dem Nil halt auch ohne Probleme regenerieren. Feind wurde zum Vasall von Hatti. Dann schließe ich Frieden. Ja, dann werde ich jetzt hier meine Nachbarn mal höflich, unhöflich darum bitten, ein gewisses Vasallentum gegen mich jetzt hier zu erwirken. Ich tendiere zum direkten Vasallentum. Lick Bagas. Ey, ohne Witz, das mache ich. Der bringt mir so viel Gold. Da bin ich dabei. Das wird prima. Okay, das kam jetzt sehr, sehr unerwartet, diese Vasalisierung. Du willst mir schon wieder einen Sohn wegnehmen. Hä? Nee, warte mal. Du willst eine Tochter und du bietest mir den Charakter. Nee. Bitte deinen Charakter aus eurer Fraktion für eine Heirat an, nach der als Zivilist darüber geht. Weiß ich nicht, mein Freund. Nee. Das will ich nicht. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das sehe ich gar nicht ein. We settle this with blades, then. Oh, cool. Wer ist es denn dieses Mal? So eine unwichtige Stärke Rang 45. Zibi Rashan. Aber wo seid ihr? Ich ahne, dass es jetzt hier sofort zu irgendwelchen Plünderungen kommt. Nee, tut es tatsächlich nicht. Also jetzt gucken wir erstmal, wo mein Feind sich jetzt befindet. Ist das jetzt Chibi Rassan? Nee. Ist das jetzt Chibi Rassan? Wo ist mein Feind verflixt nochmal? Ihr da oben seid das. Okay, ihr seid ja drauf. Ich würde mal behaupten, dass mein Vasall das wahrscheinlich hinbekommt. Also mein Ziel ist es ja jetzt erstmal, die hier anzugehen. Ne? Das ist der Plan und der wird auch umgesetzt. Möchte ich an dieser Stelle jetzt einfach mal betonen. Diese Dinger hier sind noch nicht unbedingt alle fertig. Also wir machen uns jetzt hier auf den Weg. Das hier ist ein Schrein des Marduk. Genau, da kann ich hier noch mehr Nachschub holen. Das ist fantastisch. Was ist das hier noch? Das ist so ein Teil. Und das hier ist noch nicht fertig. Aber so komme ich jetzt immerhin schon mal ganz, ganz gut voran.
und kann in diese Richtung jetzt hier marschieren. Der Weg ist jetzt hier schon relativ weit, aber egal. Ich denke, dass wir wahrscheinlich besser fahren werden, wenn wir da noch vorbeikommen. Das wird auch noch den Unterhalt meiner Armee reduzieren. Und wir wissen jetzt, dass der Feind hier nichts mehr zu melden hat. Ja, wir segeln zurück. Du segelst jetzt erstmal wieder dahin. Und wartest jetzt hier, beziehungsweise, nee, Quatsch, du wartest hier nicht. Du machst dich jetzt auch auf. Wir haben hier ja schließlich, mehrere Siedlungen gleichzeitig anzugreifen. Also wir müssen diese angreifen, wir müssen diese angreifen und... Eins, zwei... Ja, und wir müssen diese hier angreifen. Also eigentlich müssen wir diese drei Siedlungen hier gleichzeitig angreifen. Everybody has their duty. Was leveln wir denn beim Sohnemann? Wir leveln bei ihm erstmal nochmal, dass seine Einheiten billiger werden. Denn das können wir echt gebrauchen in der aktuellen Ausgangslage. Pay attention, recruits, or die later. Wir haben noch gar keine Fernkämpfer in dieser Truppe. Wie gesagt, seine Armee soll auch eher günstig sein. 160 Steinschleuderer. Ja, das sind einfach nur nahrungsfressende Steinschleuderer. Report Army Status. Ja, wir machen jetzt hier einfach nur nahrungsfressende Steinschleuderer. Ich habe wieder zwei Aktionen am Court. As long as they show decorum. Der hat keine Chance, mich zu diskreditieren. Also, wir besprechen Gesetze. Use fewer words, Babylonian. Und tratschen. What ja. Is the news from Babylon? Ich finde es drollig, dass sie es die ganze Zeit probieren, aber ich glaube, sie haben auch nicht mehr unbedingt so die großartige Wahl. So, ich habe mich immer noch nicht entschieden, was ich jetzt hier mit Elam machen soll. Wachstum der Arbeiterschaft, weniger Rekrutierungsplätze. Noch mehr Ressourcen. Ich kann halt dafür sorgen, dass ich noch mehr Ressourcen mache. Nochmal 15% mehr Nahrung. Zufriedenheit, Nachschub, Baukosten, Verwaltungskosten, noch mehr Einfluss. Also netto müsste das immer noch hochgehen. Veränderung in der nächsten Runde nochmal ein 0,5%. Also es geht weiter nach oben. Jetzt könnte man natürlich nochmal eine Behausung machen. Noch mehr Nahrung aus dieser Provinz. Ey, ganz im Ernst, ich glaube, da bin ich dabei. Alle Ressourcen, und das ist halt nur 9%. Aber es ist halt billiger. Bringt da nochmal ein bisschen Gunst. Aber es würde halt auch noch Legitimation bringen, nochmal einen Tempel des Marduk mit reinzunehmen, ne? Also dann nehme ich eher Tempel des Marduk, weil es auch nochmal, also es ist am Ende 1% mehr. Und der Gag an der ganzen Sache ist, komm, wir machen das jetzt hier gleich richtig. Okay, jetzt fehlt mir das wieder, aber ne, das dauert jetzt auch nicht allzu lange, das passt. Es gibt nichts, was ich gerade eben bauen könnte. Die Frage ist, ob ich was bauen will. Hier sind wir super duper dabei. Ich glaube, den hier brauchen wir auch nicht mehr. Ne, den nehmen wir auch raus, weil ich hier nochmal einen weiteren mesopotamischen Handelsposten mit reinnehmen möchte. Gut, 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 gut. Dann gehen wir natürlich noch die anderen Sachen durch. Hier gibt es nicht allzu viel zu machen. Hier ist auch einfach nur eine Behausung von Ishtar. Ich glaube, das hier brauchen wir auch nicht mehr. Ich weiß nur noch nicht, was ich da reinmachen soll, aber wir werden es sicherlich noch rausfinden. Irgendetwas werde ich schon finden. Ja, wobei auf der anderen Seite nicht. Ich breche das ab. Das kann hier ruhig bleiben. Dann Uruk. Das hier ist fast fertig. Oh, wie geil ist denn das? Gott, das ist um eine Runde zu beschleunigen, ist so teuer. Ähm.
finde ich alles eigentlich ganz okay, so wie das jetzt hier gerade aufgebaut ist. Hier. Ebenso. Das ist das Gleiche. Babylon, Außenposten. Ja, lassen wir immer noch so, wie es ist. Hier, Außenposten. Die werden gerade alle hochgezogen. Also, ich habe genug geguckt. Ne? Ich wollte mich nur kurz mal umgucken. Und ich versuche jetzt wirklich den Osten da bei Susa zu unserer absolut völlig geisteskranken Nahrungswiege zu machen. Da ist sicherlich noch was drin, ey. Du hast mir gerade eben den Krieg erklärt. Du willst jetzt sofort Frieden. Er wird sogar mein Vasall. Okay. Okay. Mehr Vasallen sind gut. Also ganz im Ernst, du hättest auch einfach so direkt Vasall werden können. Ne? Dafür hätte keine Kriegserklärung sein müssen. Jetzt muss ich dich halt leider erstmal für die nächsten 20 Jahre wie Dreck behandeln, weil du mir den Krieg erklärt hast. Na, so wie man das halt als Herrscher macht, der jemanden unterworfen hat, mit dem er Krieg hatte. Oh, ruf zu den Waffen. Ja, ich ahne warum. Und natürlich wird sofort Akkad wieder angegriffen. Oh, es ist doch zu brechen. Wo ist es denn, Akkad, hier? Aber wisst ihr, ich glaube, hier gebe ich jetzt einfach die Aufgabe, dem jetzt hier eine reinzuhauen. Ey, das ist so mies. Also, du segelst jetzt dahin. Halt! Ich wollte noch das hier schnell mitnehmen. Und dann machen wir uns dann hier in die Richtung auf. Du holst hier auch nochmal den Unterhaltsreduzierer. Dann marschierst du dahin. Aus irgendeinem Grund ist das gerade eben hier so ein bisschen am Ruckeln, wenn ich das tue. Hoist the sails. Das hier wäre sogar die Hauptstadt. Das ist aber alles ganz okay. Und diese Nebensiedlung hier, die werden wir wahrscheinlich auch noch ohne Probleme schaffen. Jetzt müssen wir bloß die richtigen Einheiten rekrutieren. Ne? Also, ich brauche nicht sehr viele von denen hier, glaube ich. Einfach nur ein paar. Das Problem ist halt, dass die halt alle Bronze besitzen müssen. Das ist auch so eine Peitscheneinheit. Babylonische Streitwägen. Kann ich normale Speerträger hier dafür nehmen? Nee. Also gut, ich habe jetzt zwei Stück von denen. Habe ich drei Stück von denen? Die Frage ist, wie viele Schleuderer will ich haben? Wie viele Schleuderer wollen wir denn nehmen? Ne, wisst ihr was? Wir brauchen auch noch diese Speerrenner hier. Die sind eigentlich auch gut gewesen. Die sind wirklich gut gewesen. Hofaktion. I rule here, so you will listen to me. So, wir besprechen wieder ein Let's Gesetz. Go to the temple of Ishtar again, Babylonian. Und tratschen hier. Hab schon wieder was gelernt. Na gut. Ja, jetzt können wir diesen Außenposten bauen. Den wollen wir ja haben. Hier in Nord-Elam kann ich jetzt das hier endgültig ausbauen. Das reduziert ein bisschen Zufriedenheit, aber wir machen plus 25. Das ist ja absolut tipptopp, ne? Noch mehr Produktion von allen Ressourcen sind es hier möglich. Und danach kann ich das hier dann abreißen. Das braucht keiner mehr. Allein dieses Gebiet macht 2800 Nahrung. Und 253 meines Goldes werden hier erwirtschaftet. Das ist schon gewaltig. Kann ich noch andere Dinge hier machen? Warte mal. Zum Beispiel wirklich hier ganz hinten in der Ecke. Ich glaube, also ich bin jetzt mal so arrogant und ich sage, ich brauche hier keine Verteidigung mehr. Und ich sage auch, ich brauche auch hier keine Verteidigung mehr. Ich werde jetzt hier andere Sachen reinmachen. Ich werde hier ein paar Schimmel... Hey, ganz im Ernst, ein paar Schienen brauche ich auch nichts mehr. Weil ich habe ja diese vorgelagerten Gebiete.
Na, ich habe schon in der hier nichts mehr gebaut. Hier, da haben wir was gebaut. An Verteidigungsanlagen. Und das hier nervt mich gerade eben wirklich sehr. So, wie viel haben wir eigentlich? Also, wir haben wieder 10 Kuduru. Ich werde mir das Kuduru nicht aufheben. Ich will ja immer nur diese Götterplätze. Das würde mich 4 Kuduru kosten. Wir geben das ja direkt aus. So, wunderbar. Sind wir nur 10% mehr Gold. Und das hier kostet mich 6. Und dann haben wir einen weiteren Götterplatz. Geil. Goldeinkommen pro Stufe 5 Gebäude. Yes! Jetzt geht's los. Ja, das wollen wir haben, Leute. Das würde bei uns das Goldeinkommen, das wird bei uns das Goldeinkommen hart eskalieren lassen. Oh yes, oh yes. So, wir haben eine weitere Götterverehrung. War das Ashur? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir hatten den Ishushinyak oder wie der hieß, ne? Bei Susa da drüben. Genau, Ishushinyak, was kannst du so? Ishushinyak bringt reduzierten Unterhalt für eigene Armee in der Region bei Schreinen und Einfluss. Ergebener General, der diesen Bonus macht, erhält folgenden Bonus: Nahkampfabwehr für seine Armee und mehr Gefangengenommene. Gebet bringt Bewegung auf See, an Land und mehr Nahkampfangriff. Behausungen bieten Einfluss und Legitimation. Ja, dich verehren wir doch mal. Und damit sind wir schon direkt auf Stufe 2. Das ist gut. Und dann möchte ich auch, komm, dann wird der andere Sohn jetzt hier quasi direkt diesem Gott jetzt hier joinen. Understand. Was steht eigentlich diese 3 da? Man weiß es nicht. Aber wir wissen jetzt, dass wir diesen göttlichen Kram jetzt hier definitiv noch brauchen können. Moment, von ihm. Also was bringt er mir nochmal ganz, ganz kurz? Bei Schreinen reduzierten Unterhalt für Armeen in der Region um satte 40%. Das ist halt echt krass. Vor allem für eingelagerte Truppen. Bringt noch mehr Einfluss. Ja, also das ist schon echt heftig. Also wenn man irgendwo viele Truppen stehen hat, wie zum Beispiel in Babylon hier, da kann sich's dann halt doch lohnen, darüber nachzudenken, hier den einen oder anderen Gott jetzt hier von der Dingens hier zu verändern. Ne? Also ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und einfach sagen, Ishushinyak. Dann verliere ich halt den maximalen Bonus gerade eben von Ishtar. Aber das kann ich ja woanders wieder herbekommen. Hier zum Beispiel bin ich mal überlegen. Ja doch, dich brauche ich hier. Wegen der Nahrung. Malk hier vielleicht. Ja, Malk brauche ich hier nicht. Hier wird nicht wirklich Nahrung gemacht. Das ist völliger Humbug. In dieser Region wird hier nicht wirklich Nahrung gemacht. Ne, dann nehme ich hier nochmal ein bisschen Schrein von Ishushinyak. Hier wird aber eher Nahrung gemacht. Ne, dann habe ich eine bessere Idee. Moment. Bau abbrechen. Wir machen dich zu dem hier und dich tausche ich einfach zu Marduk, weil der, wie gesagt, hier mehr Nahrung macht. Ne? Und sie macht halt nur die Baukosten runter. Ansonsten muss ich mal gucken. Okay, wir gehen in die nächste Runde. Und bereiten jetzt unseren Angriff auf unseren Nachbarn vor, der irgendwie, glaube ich, das überhaupt nicht kommen sieht. Beziehungsweise, ich sollte vielleicht mal gucken, nicht, dass ich habe wahrscheinlich einen Nicht-Angriffspakt mit ihm und den muss ich wahrscheinlich jetzt erstmal beenden. Oder hatte ich das schon beobachtet? Ich glaube, ich hatte das, glaube ich, vor 2 Folgen schon mal geprüft und da war, glaube ich, nichts dergleichen, ne? Was ist eigentlich das hier nochmal für ein Zeichen? Ist das einfach nur ein Zeichen? Ne, das ist ja Hafenzeichen, das ist quasi heiliges Land. Was ist das hier? Das sind 2 Zeichen dran, ich weiß nicht, also in beiden Städten, ich weiß nicht, was die bedeuten. Oh, der marodiert hier durch.
My destiny unfolds. Ah, ich hasse es, wie sie hier durchmarodieren. True master of the arts. Ich gebe dir noch mehr Bewegungsreichweite, mein Sohn. Die schlagen wieder alles kaputt und meine Vasallen machen wieder einfach mal gar nichts Sinnvolles. Sounds important. Das ist auch important, Junge, was hier passiert. Okay, also ich würde eigentlich ganz, ganz gerne hier mit allen dreien gleichzeitig angreifen. Aber ich glaube, set course. Der Bub, der holt sich jetzt hier nochmal eine Full Stack und dann muss er sich um diesen Verein da kümmern. Who here has military training? Ich nehme nochmal zwei Keulerische, um das hier nochmal zu verbessern und dann habe ich noch zwei Slots frei. Die Frage ist, was nehmen wir da? Ich nehme zwei babylonische Streitwagen. So, dann... This court is a sanctum of wisdom and reason. Ja, ist in Ordnung, wir besprechen Gesetze. I keep nothing in the dark. Und tratschen hier wieder. Okay, der hat eine 12%ige Chance. Ich glaube nicht, dass er das schafft, mich jetzt hier doof dastehen zu lassen. Also darauf bin ich wirklich gespannt, wie dadurch jetzt hier mein Gold nachher sich entwickelt. Armeen mit 10 oder weniger Einheiten. Eine deutlich erhöhte Hinterhaltschance. Okay, das ist wiederum ein cooler Bonus. Also, warte mal, was bedeutet das hier, dieses Symbol? Ich weiß nicht, was es bedeutet. Auf jeden Fall ist Rapiku eine Stufe 5 Stadt. Und diese Fraktion heißt, wie gesagt, Nudimat. Nudimat, wir gucken mal, was Nudimat angeht. Wie gesagt, mit denen habe ich immer noch keinerlei Deals. Also die kann ich ohne zu sehr bestraft zu werden angreifen. I am thinking. Also gut, dann tun wir das jetzt. Men, return to order. Krieg erklären. Krieg erklären. The battlefield. Prepare for your death. Ja, wir werden hier, glaube ich, einiges bauen müssen. Belagerungszeug. Ja, untergraben will ich nicht. Nee, wir machen erstmal das. Belagerung fortsetzen. Fast and strong. Gibt hier einige kleine Armeen, die uns jetzt hier gerade eben aufs Dach steigen könnten. Return to daily duties. Also ich werde jetzt hier sofort ihnen diese Siedlung jetzt hier Smite wegnehmen. Them to smithereens. Oh, das wird gar nicht so einfach, wie ich sehe. Wir werden es selber spielen. Ich glaube, da kommen wir ein bisschen besser bei rum, oder? Das ist nur so eine Vermutung, eine Hoffnung. Es sind auf jeden Fall wirklich gut entwickelte Siedlungen, die ich jetzt gerne einfach übernehmen möchte. Danke, dass ihr darauf aufgepasst habt. Ne? Die Mentalität des Eroberers. Gewitter, trocken, nee. Nein, bitte kein scheiß Wetter. Trocken und später ein Sturm. Na gut, damit muss ich leben. Interessantes Gebiet. Ich möchte am liebsten von hier aus angreifen, weil da hat der Gegner nicht so viel Platz zum Tanzen. Also wir schieben dich jetzt hier noch da so wieder dazwischen, wie immer. Dann gehst du dahin, der Speerträger geht dahin. Ihr steht jetzt hier so bereit. Wir werden natürlich mit den Fernkämpfern jede Menge machen müssen. Ich glaube, das ist uns bewusst. God bless our bows. So, die Nummer 2 geht dahin. Und du stehst natürlich hier. For my people, triumph will be our legacy. Und jetzt gehen wir mal vor, beziehungsweise kann ich mich mit denen dahin stellen? Möglich ist es. So, jetzt warten wir erstmal, ne? Ich glaube aber nicht, dass die da rankommen an den Feind. Nee, die kommen da nicht ran. Also wir müssen alle näher ran.
Und ich glaube, wir werden eher direkt schießen. Wir machen wirklich direkt Feuer. Oh, 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 oh. Oder ich ändere meinen Plan sofort. Und sage gemischtes Feuer auf die da hinten. Die arkadischen Bogenschützen hier müssen weg. Oh, die sind auch gleich weg. Yes. Die haben gerade eben ganz schön gefressen. Jetzt gucken wir mal, ob da noch mehr sind von denen. Time to move. Die March. Get going. Noch sehe ich keine. By your request. Kann ich die einfach jetzt hier mal auf kurze Distanz wegsnipen? Trotz ihrer Schilde. Das ist jetzt die große Preisfrage. Feuert. Wusch. Also auf jeden Fall fressen sie gerade eben ganz schön. Die haben übrigens einen Bonus gegen Schildträger. Ich will mal, dass sie aufhört zu schießen. Denn wir haben ja auch Einheiten, die keine Schildträger sind. Komm, ich hole mal jetzt hier eine Einheit, die ihnen vielleicht hier so ein bisschen Respekt einbläuen kann. Hier, die sind rüstungsdurchdringend. Das heißt, ihre 80er Rüstung ist völlig egal. Und sie haben eine enorme Tödlichkeit von 14%. Dann können wir mal gucken, wie die jetzt hier gegen die hier performen. Dann spare ich mir lieber gerade eben die Pfeile gegen Gegner, bei denen die Sache mit den Pfeilen vielleicht ein bisschen wichtiger ist. Meine arkadischen Stürmer. Keult sie! Okay, wir haben da tatsächlich Feinde entdeckt. Wir gehen jetzt mit unseren Schützen da drüben hin. Und versuchen, die jetzt hier sofort zusammen zu föhnen, dass unsere arkadischen Stürme hier ihre Aufgabe machen können. Archer, fire! Step by step. Das Gute ist, dass die teilweise ihren eigenen Leuten in den Rücken schießen. I was just starting to have fun. So, ihr versucht die jetzt noch voll fertig zu machen. Ich versuche jetzt hier auch diese Bogenschützen jetzt hier auszukontern. Das sogar äußerst effizient und erfolgreich. Ihr zieht euch zurück, ihr habt ganz schön auf die Fresse bekommen. Aber die hier bekommen gerade eben zum Glück auch auf die Fresse und werden wahrscheinlich gleich fliehen. So, jetzt kommt ihr schon mal hier rein. Ihr könnt das jetzt hier schon mal sichern. Ihr sichert das hier ebenso. Feuer frei. Oh, die schmelzen so richtig schön dahin. Das gefällt mir. Let's fly. Das reicht schon. We march. Also, einige meiner Männer rennen rein. Wir ziehen jetzt nach. Fight with pride. Gucken, dass wir jetzt so langsam aber sicher in diese Richtung kommen. Ihr sollt eigentlich gerade eben nicht mehr in dem Kampf involviert sein. Okay, also ihr bezieht jetzt hier Stellung. Du gehst dahin. Jetzt muss ich bloß gucken, ob irgendwo alle noch Bogenschützen sind. Dir könnte man eigentlich in den Rücken totschießen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ne? Vielleicht kann ich ja auf die andere Seite feuern, sobald ich Sicht habe. Da sind nur Schwertkämpfer. Du gehst jetzt auch noch da, denen hinter rein. Du gehst da noch mit hin. Oh, da ist der gegnerische General. Aber wir haben ihn nur kurz gesehen, leider. Auf den würde ich eigentlich ganz, ganz gerne jetzt hier gezielt schießen. Ja, der ist leider sehr erfolgreich ausgewichen.
won't move us! Ever enduring! Da versucht schon wieder ein Bogenschütze hier irgendwelche Schweinereien. Prime for battle! Nochmal eine Speerträgereinheit dahin. Kann ja sein, dass ich Speerträger brauche. Ich glaube es zwar nicht, aber. Also eine Salve dürfte reichen wahrscheinlich, um die jetzt hier voll wegzumachen, oder? Ich hoffe es. Jeweils eine. Busch. So, ich hoffe, das reicht. Ja, nicht ganz gereicht. Ach, sie sind zerstört. Die haben aufgegeben. Jetzt ganz schnell die Speerträger hier wegmachen. Ach, du ahnst es nicht. Das wird ätzend. Die Speerwerfer müssen weg. Aber so dringend. Zum Glück schießen sie auf verzichtbare Einheiten. Okay, ihr greift jetzt hier an. Ihr geht hinterher. Ihr geht da noch mit hin. Ihr da noch mit hin. Und ihr da noch mit hin. Okay, die fliehen. Ihr könnt aufhören zu schießen. Jetzt gehst du dahin. Du dahin. Ihr geht dahin. Groomed for success. On we go. We march. And do not come back. Spearmen. Wir schicken noch mehr Truppen jetzt rein. Step by step. Step by step. On the move. Time to move. Und werden sie versuchen, die Stadt zu nehmen. Haben sie noch irgendwelche Fernkämpfer? Ja, hier gibt es doch gar noch Kavallerie. Die haben einen Bonus gegen Schilde. Moment, da habe ich doch was. Die haben einen Bonus gegen Schilde. Den will ich aber nicht erleben. Wenn ich nicht muss. Ein bisschen Munition haben wir noch. Time to move. Feel my fury. On we go. Perfect virtue. Dann schicken wir noch mal hier ein paar Speerträger rein. Spearmen. Ich glaube, dass jetzt hier gerade eben der Nahkampf ordentlich entbrennt. Euch brauche ich da drüben auch nochmal. Primed for battle. Victory beckons. Ja, euch schicke ich jetzt hier rein. Keine Ahnung, was jetzt hier los ist, aber ihr werdet jetzt hier umgehen. Ihr geht dahin. Schießt den jetzt hier gleich in den Rücken. On we go. On the move. Genau, das ist jetzt der Plan. Er attackiert es die hier. Ihr greift die jetzt hier an. Ihr geht da noch mit hin. Ihr geht da noch mit hin. Weg mit den Wurfspeeren. Die haben eh keine Reichweite. Und jetzt versuchen wir noch den General jetzt hier zu besiegen. Ihr greift hier noch mit an. Und ihr geht noch mit dahin. Ihr geht noch mit dahin. Okay, Moment, Moment. Jetzt machen wir hier mal auf kurze Distanz feuern. Feuer frei. Archer, Feuer! Claim that target! Let's fly! Also der feindliche General ist tot, aber unsere Einheiten fliehen. Das ist eine interessante Kombo. Die hier werden hier gerade eben total zusammengeführt. So, die fliehen jetzt hier. Jetzt kommen hier noch ein paar Keulenträger ran.
will have your head. Embrace your fury. Okay. Clubs. Born to fight. Ja, ich kann hier gerade in die Situation nur versuchen auszusitzen. Moment, wir stellen uns jetzt mal so hin, dass wir denen jetzt hier in den Rücken schießen. Feuer frei. Feuer frei. Archers, fire. Feuer frei. Shoot now. Put their eyes out. Fall zurück. Oh je, Fall zurück, Fall zurück. Step by step. Fight with pride. Fall zurück. Time to move. Prime for battle. Jetzt schießt ihr zusammen. Und ihr schießt noch. Ihr habt nicht mehr zum Schießen. Ihr geht denen in den Rücken. Tremble before us. Ihr könnt auch nicht mehr schießen, das ist schlecht. On we go. No hesitation. We march. Da war kurz mal die Moral, aber ganz schön am Wanken bei denen. Aber leider nur ein bisschen. Okay, jetzt seid ihr hier mit denen im Nahkampf. Jetzt müsst ihr halt endlich aufhören, die hier zu verfolgen, dass ich schießen kann. Okay, die fliehen. Sehr gut. Ihr geht jetzt hier mal da raus. Das ist hier auch gewonnen. Ihr verfolgt die jetzt hier und du kannst es denen in den Rücken schießen. Jetzt greift ihr die hier noch in den Rücken an. By your request. Okay, das ist auch gewonnen. Ihr verfolgt die jetzt hier und ihr geht in diese Richtung weiter. Die haben halt dummerweise immer noch Reserven. Hier sind so viele Keulenträger, dass er geschwindig werden kann. No hesitation. I'm not staying here. Also diese Schlacht wird auf jeden Fall ein bisschen verlustreicher. Das halten wir mal fest. So, jetzt könnt ihr versuchen, den hier noch in die letzten Schüsse in den Rücken zu setzen. Und ich habe keine Ahnung, wie lange die jetzt hier noch durchhalten. Beziehungsweise wer hier eher aufgibt. Okay, die sind vernichtet. Euch brauche ich jetzt hier so nicht mehr. Ja, du greifst jetzt den da an. Und wie gesagt, ihr sollt die jetzt hier von hinten beschießen. Ich will, dass die jetzt hier aufgeben. Schwierig. We want peace. How could it end like this? Okay, die wanken zum Glück. Feuer frei. Aim and fire. Fight. Diese Einheit hier ist vernichtet. Jetzt gehen wir da hin und versuchen, den hier mit denen in den Rücken zu fallen. Oh, schiddli-diddli-diddli-diddli-du. Nicht gut. Break them. Strike with precision. Tear through them. Okay, wir versuchen jetzt, die in den Rücken anzugreifen, auch wenn das bestimmt eine ganz schreckliche Idee ist. Spearman! I will never surrender! Ich schicke euch schon mal jetzt hier außen rum. Victory beckon! Hier flieht schon mal was. Wisst ihr was? Können wir schon mal versuchen aufzureiben. Spearman! Strike with precision! Wir schicken jetzt hier nochmal was rein. Ah, da flieht jetzt leider eine meiner Einheiten. Ungünstig, ungünstig, ungünstig. Ich guck mal, ob ich mich jetzt da vorbeisneaken kann. Also die hier wanken schon mal. Das ist doch schon mal ganz, ganz vielversprechend. Hier haben sie leider uns jetzt hier gerade besiegt. Okay, das ist nicht gut. Das heißt, wir bleiben hier einfach mal so stehen. Aber hier könnte ein kleiner Sieg passieren. Weiter um die Ecke, weiter um die Ecke. Kommt schon.
und jetzt da noch hin. Okay, diesen vernichtet. Jetzt schlagt sie bitte. Macht den General alle. Yes, er flieht. Oh Gott sei Dank, er flieht. Und jetzt lösen sie sich alle auf. Wir haben gewonnen. Okay, wir sind bei 40 Minuten in dieser Folge. Okay, dann bedanke ich mich jetzt direkt bei euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Adi.